Hallo. 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 Wir sind jetzt in Berlin. Wir sind gerade eben momentan auf der Suche nach irgendwas zu essen. Es ist keine Ahnung, wie spät essen darf. Es ist gleich um 10. Wir wollten eigentlich gerade zu diesem Subway. Aber der hat leider schon zu. Und das Deprimierte ist. Achso, wir sind übrigens mit dem Zug gefahren. Von Greifswald nach Berlin. Weil. Es ging halt einfach gar nicht mehr mit meinem Fuß. Das tut so dermaßen weh, dass wir gesagt haben: Gut, ist irgendwas Schlimmeres passiert oder was weiß ich, keine Ahnung. Und es macht halt dann auch keinen Spaß. Dann fahren wir einfach mit dem Zug zurück. Wir sind hin Zug gefahren, das reicht zu. Und jetzt sind wir gerade in Berlin. Unser Anschlusszug fährt morgen früh, 6 Uhr irgendwas. Wir wollten eigentlich in ein Hotel, aber mit unserem Hänger ist das nicht wirklich möglich. Dann waren wir in einem Hotel, wo es dann hieß, ja, aber leider nur ein Hund pro Zimmer. Was ich ziemlich mies finde. Aber ja, man merkt vielleicht ein bisschen an meiner Laune. Ich bin müde und ich will irgendwie gerade nur noch nach Hause. Naja, es geht. Wir suchen jetzt, wie gesagt, erstmal was zu essen. Und ist ja vor uns, sind wir durch so einen Park gefahren. Da saßen voll viele Leute. Aber der war auch relativ hübsch. Da war in der Mitte war so ein Brunnen. Und da haben wir überlegt, dass wir uns da einfach so eine Decke, also wie so eine Art Picknick machen. Aber dann nehmen wir uns das Essen dann mit, wenn es nicht so weit weg ist. Und ja, machen ein Picknick. Und quatschen einfach die ganze Nacht durch. Die Hunde können sich auch ein bisschen lang machen, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen angenehmer für die selber. Ein weiterer Fakt, warum wir nicht mehr fahren können, ist, dass der Hundeanhänger einen Platten hat. Das habe ich ja vorhin schon in dem Video erzählt. Und den konnten wir leider nicht flicken. Wir haben es auf verschiedene Art und Weisen probiert. Nicht möglich. Und wir hatten ja eigentlich Ersatzschläuche mit. Aber nicht für. Aua! Aber leider nicht für den Hundeanhänger. Daran haben wir ja gar nicht gedacht. Wir hatten haben welche für die normalen Hänger mit, aber die sind leider, glaube ich, so ein, zwei Nummern zu groß. Ja. Genau, ich mache jetzt das Video aus, bis wir was zu essen gefunden haben und melde mich dann wieder. Peace out.